Es ist größer geworden, professioneller geworden, aber ohne das heimelige, schnucklige, familiäre zu verlieren. Das ist für die Zuschauer überhaupt der große Anreiz, mal wirklich mitten unter den Filmemachern zu sein, hinterher was zu fragen, auch uns etwas zu fragen. Ja, ich glaube, den größten Veränderungsschritt hat man in diesem Jahr gesehen. Wir sind mehr als doppelt so groß geworden. Und das zeigt uns halt einfach, dass wir auf einem richtig guten Weg der Entwicklung sind. Ja, es ist einfach wieder mal nur spannend und schön. Was ich ganz toll finde, ist, wie begeisterungsfähig das Publikum hier ist. Und wenn man auch die Schlange sieht am Einlass. Die Reaktionen sind super pur, super ehrlich und überhaupt nicht von Leuten, die irgendwie den ganzen Tag Filme gucken und so selbst in dieser Branche so gefangen sind, so Fachidiot quasi, sondern dafür, wofür die Filme nämlich auch schlussendlich gemacht sind, nämlich fürs Publikum. Dass es nicht so spießig oder nicht so politisch überkorrekt ist oder irgendwo nur so am Zeitgeist hängt, sondern es ist bis hin zu den Jurymitgliedern, Michaela May oder so, die schon überall war, aber die lassen sich auf diese Lockerheit ein und man hat einfach Spaß. Alle zusammen, alle Filmschaffenden, das Orga-Team hat eine gute Zeit und bietet eine Riesenbandbreite an. Ganz toll finde ich, dass eben alle Filmemacher kommen, die dann hier untergebracht sind bei Leuten, die hier ihre Wohnstätten zur Verfügung stellen. Das gibt so eine Dichte hier mit der Bevölkerung. Deswegen ist das eine tolle Möglichkeit, noch Kurzfilme zu sehen. Und diese Möglichkeit nutzen die Leute auch zurecht. Ein Stück weit was zurückzugeben. Und ich finde, das ist ganz wichtig, gerade in einer Branche, wo man sich eigentlich immer gegenseitig helfen sollte. Abschließend kann ich nur sagen, ich wünsche diesem Festival, dass es weiter so wächst wie bisher. Wenn du mich fragst, wird es auf jeden Fall weitergehen, solange es talentierte junge Filmemacher gibt, weil ohne die würde das Festival nicht funktionieren. Und solange wir tolle Einreichungen kriegen, werden wir auf jeden Fall unseren Teil unserer Arbeit erledigen und werden dafür sorgen, dass es ein tolles Filmfestival gibt, die richtige Bühne für diese Filme zu liefern. Ja, das ist unsere Aufgabe für die nächsten Jahre, genau das zu tun. Ja, ich freue mich sehr auf die Speziale 2019. Ich hoffe, ihr bleibt dran. Ihr macht alle einen super Job. Es ist ein tolles Festival und an jeden Filmemacher reicht ein, kommt vorbei. Ist echt schön hier. Ja, ich kann es nur empfehlen. Ich finde es super hier. Und das Essen war auch gut.